Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir haben hier zuletzt mit Templerin Joriel gesprochen, aber leider lief das nicht nur glatt. Sie glaubt den Vorwürfen nicht und deswegen müssen wir Grüße. Octien jetzt aufsuchen und mit dem nochmal reden und uns ein paar Beweise reinholen, dass hier Dingensbummes halt mit zur Verschwörung gehört. Hallo, ich bin hier, um euch im Namen von Templerin Joriel ihr Bedauern auszurichten. Sie wünscht zwar, euch aktiver unterstützen zu können, wird jedoch durch das Protokoll daran gehindert. Was ihr von ihr erhalten habt, war eine offizielle Antwort. Ich bin nun hier, um euch eine andere Antwort zu geben. Eine persönliche. Aha, ist ja interessant. Wer seid ihr denn? Ich bin ein politischer Helfer von Templerin Joriel. Ich bekleide unterschiedliche Funktionen hinsichtlich der offiziellen und inoffiziellen Angelegenheiten der Templerin. Wovon redet ihr da? Boah, ich habe schon wieder einen Fluch und ich muss immer noch einen Heiler aufsuchen. Ich arbeite alleine. Meine Vorgesetzte hat Templer Octien schon seit längerem in Verdacht, die Verbrechen begangen zu haben, die ihr gegen ihn vorgebracht habt. Und genau wie ihr ist sie äußerst frustriert über seinen Status. Bitte gestattet mir, offen zu sprechen. Wenn ihr Templer Octien dazu bringt, seine Verbrechen öffentlich zu gestehen, wird euch Templerin Joriel dafür entlohnen. Sie wird in gewisser Weise eure Förderin. Okay, was soll ich tun? Ihr wollt, dass der Templer seine gerechte Strafe erhält? Dann müsst ihr ihn dazu bringen, seine Verbrechen auf irgendeine Art öffentlich zu gestehen. Wie euch meine Vorgesetzte zweifellos bereits gesagt hat, findet ihr den Templer im Livrarium. Ich würde vorschlagen, dass ihr es ebenfalls aufsucht. Ja, das ist eine gute Idee. Ich bin ein Helfer von Templerin Joriel. Normalerweise besteht meine Aufgabe darin, Briefe aufzusetzen, mir Notizen über verschiedene Ereignisse zu machen und noch vieles mehr. Okay, dann machen wir das mal. Ist ja gut, dass er uns hier ein bisschen unterstützen möchte und das nicht völlig umsonst irgendwie war. Und ich laufe jetzt mal lieber hier rum. Und dann, ja, mal gucken, ob ich das jetzt hier finde, obwohl wir hier natürlich wieder in einer völligen Fremde sind. Ja. Ich kenne mich ja hier immer nicht so aus. Jetzt bin ich schon wieder zu weit gelaufen, ne? Jetzt laufe ich ja einmal schön im Kreis rum. Das ist toll. Oh. Ja, ja. Was? Echt? Wirklich? Wow. So. Also, und das ist kein Scherz, greife ich mir eine Sicherheit. Ich würde den Leuten immer so gerne noch länger zuhören und das noch mehr genießen können, aber das geht nicht. Die Inseln, hier waren wir auch noch nicht. Natürlich nicht, wir waren hier sowieso überall noch nicht, aber trotzdem. Überall auch schon wieder Angebote von Leuten. So. Was? Wirklich? Ja, ich muss jetzt hier rumlaufen und Leute suchen. Toll, oder? Hey. Mach das kurz. Mach ich. So kurz es geht, versuche ich hier durchzurushen. Livrarium. Da sind wir schon. Ja, hier kann ich wohl nicht hinunterstürzen, aber die Treppe kann man ja auch mal nehmen, ne? So. Hier ist ein Ausrufezeichen, das ist aber nicht der Ort, wo wir hin wollen. Wir müssen noch ein Stückchen wieder suchen. Hier. Aha, da. Ihr seid am Leben. Welch unerwartete und ausgesprochen missliche Wendung. Tja, was habt ihr erwartet? Zunächst einmal hatte ich erwartet, dass ihr in irgendeiner Sandgrube verrottet als Mahlzeit für die Aasfresser. Ihr müsst es verstehen. Ihr und ich, wir sind uns ähnlich. Alles, was wir wollen, ist, dass diese Angelegenheit endlich beendet ist. Euer Plan ist gescheitert. Ich habe eure Häscher getötet. Die Mitglieder der Weißen Hand sind alles andere als Schläger. Allein sie aufzutreiben, hat mich schon ein kleines Vermögen gekostet. Eines, von dem ich erwarte, dass es nach diesem Fehlschlag zurückerstattet wird. Tja, Pech für dich. Bringt mich zu Ventrinio. Ihr bezahlt für eure Verbrechen. Sonst was? Erschlagt ihr mich, weil ihr von eurer mörderischen Wut überwältigt werdet? Das ist so typisch. Eure Art ist ebenso berechenbar wie dumm. Aber ich fürchte, ihr werdet feststellen, dass es ziemlich schwierig ist, mich zu töten. Was auf euch jedoch bedauerlicherweise nicht zutrifft.
Greift mich in dieser Stadt an und ich werde mich nicht damit zufrieden geben, euch in Ketten legen zu lassen. Oh nein, ich werde euch den Scholaren in der Basilika übergeben, zu Forschungszwecken. Weshalb seid ihr schwer zu töten? Meine lange Karriere als Förderer von Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Belebung hat mir gewisse Vorteile eingebracht. Man könnte sagen, ich bin ein wenig widerstandsfähiger als die meisten eurer Gegner. Da bin ich aber gespannt. Die Gerechtigkeit wird siegen. Ihr habt an alles gedacht. Die Weisen sterben ebenso wie die Törichten. Ist das etwa Gerechtigkeit? Aber mit dem Seelenquell kann ich das ändern. Ich kann entscheiden, wer es verdient hat zu leben. Wenn ich mir vorstelle, dass Yus ein derartiges Geschenk verschwendet hat, an euch. Nun, wir haben ja gesehen, wie ihr euer Leben vergeudet habt. Vielleicht werde ich Ventrinio euren Leichnam zur Untersuchung überlassen. Immerhin wart ihr ja seine Assistentin, als ihr das erste Mal gestorben seid. Es wäre bestimmt ein schönes Wiedersehen. Ihr wisst, wie ich starb? Ich werde euch töten. Aber natürlich. Und es ist wirklich zu schade, dass ihr es nie erfahren werdet. Scheiße! Wo ist er eigentlich hin? Wo? Ja? Wo muss ich jetzt... Jetzt brennt hier alles schön lichterloh. Und ich darf hier nochmal schnell ins Buchregal gehen, bevor es verbrennt. Okay, und was haben wir hier? Ich darf ja hier eigentlich nichts rausnehmen, aber wenn hier alles jetzt brennt, was, müssen die doch was zu sagen, die Leute jetzt hier. Wo ist er hin? Der Arsch. Oh. Nicht sterben. Ich hoffe, ich habe genug Heilmittel und so. Voll der Bosskampf hier auf einmal. Leicht unfair. Na komm, geh weg da. Thank you.
Bin ein bisschen langsam wegen meinen Flüchen. Bin echt langsam, das liegt nur an den scheiß Flüchen. Komm, lauf. Oh, diese Flüche. Ich bin so langsam deswegen. Oh, komm. Ah, nimm was. Oh, ich hab langsam nichts mehr. Ich war so mega langsam wegen den ganzen Flüchen und dem ganzen Scheiß und hatte gar keine Tränke mehr. Ich habe jetzt echt gedacht, ich schaff's nicht mehr. Aber ich hab's geschafft. Ab ins Forum. Wahnsinn. Nun ja, Octien hat im Livrarium ein Feuer gelegt und Attentäter angeheuert. Wenn das kein Schuldeingeständnis ist, weiß ich es auch nicht. Es steht außer Frage, dass wir Templer ihn für seine Taten zur Rechenschaft ziehen müssen. Für die Offensichtlichen ebenso wie für die Heimlichen. Obwohl ihr entgegen meiner ausdrücklichen Anweisung gehandelt habt, wart ihr äußerst effektiv. Ihr habt euch meinen Respekt verdient. Danke, Octien ist also erledigt. Davon gehe ich aus, falls er die Verletzungen überlebt, die er im Kampf erlitten hat. Ich habe bereits die sofortige Aussetzung all seiner derzeitigen Studien und Projekte angeordnet. Alle außer diesem geheimnisvollen Seelenquell vielleicht. Dieses Projekt bedarf einer eingehenden Überprüfung hinsichtlich seiner ethischen und gesellschaftlichen Auswirkungen. Ungeachtet dessen steht die gnomische Gesellschaft in eurer Schuld und wir bleiben niemandem etwas schuldig. Ich muss Ventrinio finden, den Krieg unterstützen. Ventrinio finden? Ventrinio Desellini. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Name bei dieser Angelegenheit eine Rolle spielen könnte. Wie es scheint, ist er dem Strick erneut entkommen. Ich nehme an, euer Freund Chola Hughes kann euch diesbezüglich weiterhelfen. Während ihr hier wart, haben ihn meine Leute bei der Bergung der Bücher beobachtet, die Octien verbrennen wollte. Doch nun entschuldigt mich bitte. Ein Templer hat seine Macht verloren und Adessas politische Geier kreisen schon. Okay. Was? Ja, was? Wirklich, echt. Also auf einmal habe ich hier so einen Bosskampf vor der Nase. Damit habe ich jetzt auch gar nicht gerechnet. Ich hätte wohl nicht davon ausgehen dürfen, dass Octien kampflos aufgeben oder Beweise hinterlassen würde. Welch eine Verschwendung. Einige der Bücher, die er verbrannt hat, waren Jahrhunderte alt. Aber glücklicherweise konnte ich ein paar von ihnen aus den Flammen retten. Wollte ich ja auch. Gibt es dort etwas von Wert? Oh ja, vieles davon ist wirklich wundervoll. Abhandlungen über das Wesen des Todes. Unzählige Tabellen mit Autopsieauswertungen, aber nur ein Gegenstand, der tatsächlich von Wert ist. Octiens Tagebuch.
Nach allem, was ich auf diesen Seiten gelesen habe, arbeitet Ventrinio auf einer Insel in Chlurikon. Die Tuata werden kein Problem sein, deshalb konnte ich ihn nicht finden. Ja, ich hätte wissen müssen, dass er sich hinter den feindlichen Linien versteckt. Obwohl er sich nach dem Sieg bei Mel Senshir nun genau genommen im Territorium der Alpha aufhält. Aber seid vorsichtig, wenn ihr zu ihm kommt. Er ist ein gefährliches Genie. Und wenn meine Vermutungen richtig sind, könnte er euch womöglich ein zweites Mal töten wollen. Wenn ihr allerdings nach Alabastra müsst, bleibt euch keine Wahl, als hinter sein Geheimnis zu kommen. Ich hoffe nur, er ist auch bereit, es mit euch zu teilen. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Was ist mit eurer Arbeit? Bedauerlicherweise werden die Forschungsarbeiten am Seelenquell vorübergehend ausgesetzt. Octienne hatte sie im Geheimen organisiert und die anderen Templer werden nun so viel wie möglich darüber erfahren wollen. Aber ich glaube nicht, dass ich währenddessen untätig sein werde. Jetzt, wo Octienne aus dem Weg ist, wird Adessa wohl einen neuen Templer brauchen. Ah, Entwirrer, du hast Octienne bezwungen, seine finsteren Pläne offengelegt und bewiesen, dass es oft ebenso wichtig ist, die Schicksalsfäden zu entwirren, wie sie abzumessen und zu spinnen. Na, Mensch, haben wir was wieder geschafft? Wir können auch mit dem Hughes selber noch ein bisschen reden, mache ich jetzt aber mal nicht. Und wo geht's jetzt hin? Oh, diese Flüche und so, natürlich werde ich mich darum auch mal demnächst kümmern. Es wird still, Agath hat Neuigkeiten von der Front gebracht. Owei Glyns Soldaten haben die Tore von Mel Senshir freigeräumt und besitzen Informationen über einen wertvollen neuen Verbündeten im Kampf gegen die Tuatha. Wo muss ich denn dafür dann hin? Ich muss hier raus auf jeden Fall. Was ist mit dir? Ach, da bist du ja. Bist ja hier direkt vor meiner Nase. Octienne hat offenbar bekommen, was er verdient hat. Ich kann nicht behaupten, ich würde die Politik der Gnome begreifen. Aber Yus ist in Sicherheit und wir wissen jetzt, wo Ventrinio ist. Ich schätze, das könnte man als Erfolg bezeichnen. Aber uns bleibt keine Zeit mit aufzuräumen. Ich habe Neuigkeiten von der Front in Chlurikon. Was habt ihr für Neuigkeiten? Die Armee hat in Chlurikon Fortschritte gemacht. Aber je weiter wir vordringen, desto schwieriger wird es. Die Tuatha kennen das Land und sind zu gut organisiert. Wir haben allerdings Gerüchte über einen kleinen Trupp von Winterfeien gehört, die den Tuatha irgendwo in den Sümpfen zusetzen sollen. Unsere Kundschafter können sie nicht aufspüren. Aber vielleicht hat die Heldin von Mel Senshir ja mehr Glück. Yay! Okay. Gut. Dann wollen wir mal hier rausgehen und ein paar Minütchen haben wir ja noch. Ja? Dann können wir ja mal den hier anhören kurz. Seht euch nur an! Ihr wirkt bei weitem nicht so beschäftigt wie die anderen Alpha, die an den Gerüsten arbeiten. Ihr könntet perfekt sein! Also, Fremde, hättet ihr vielleicht Lust, euch ein paar Münzen zu verdienen, ohne dass ihr dabei ins Schwitzen kommt. Versprochen. Och, worum geht es denn? Ich kenne nicht sämtliche Details, dafür helfe ich hier zu vielen Scholaren bei ihrer Arbeit. Ich weiß aber, dass sich Scholarin Neren mit Fremdsprachen beschäftigt hat. Es ist somit äußerst wahrscheinlich, dass das Experiment eine sprachliche Studie sein wird. Wo kann ich beginnen? Ich bin nicht interessiert. Bin im Moment nicht daran interessiert. Wie schade. Es ist nicht besonders viel Arbeit für eine respektable Summe. Ja, okay. Vielleicht kommen wir ein andermal nochmal wieder, dann gehen wir jetzt da erstmal hin in die Welle. Mächtige Feinde. Wo soll ich denn eigentlich im Allgemeinen hin? Ich soll mich voll auf die andere Seite hier. Dann wollen wir nochmal nach hier, Mel Senshir. Die großen Gewässer überqueren. Und wen haben wir denn hier? Alan Shear. Hi, hi. Da wir das ja hier schon gemacht hatten, können wir jetzt hier auch weitergehen. Sonst hätte ich jetzt hier wahrscheinlich erstmal den Krieg machen müssen. Aber das haben wir ja schon gemacht. Ihr da, halt! Nennt euer Begehr! Nehmt eure Hände von mir, Narren. Ich bin kein Tuatha. Ich muss die Belagerungsbrecherin sprechen. Oha. Ah. Es ist mir eine Freude, die Belagerungsbrecherin kennenzulernen. Insbesondere hier, in einem Land, in dem Freude allzu selten geworden ist. Ich bin Kydan, der Verbannte, ausgestoßener Prinz des Hauses der Sorgen. Ich bin hier, um euch in unserer Heimat willkommen zu heißen. Ich sehe den Zweifel in euren Augen. Aber obwohl ich ein Feier vom Hof des Winters bin, so haben wir beide doch einen gemeinsamen Feind. Ah, ein Feier,
Vom Hof des Winters, das ist ja auch mal interessant. Wir kennen ja nur den Hof des Sommers. Wer seid ihr? Ich bin Kydan, der Verbannte. Einst war ich Prinz des Hauses der Sorgen. Aber meine wahre Verpflichtung gilt dem Hof des Winters. Gutflow und die Tuata haben die Winterfeien ihrer Ehre und Würde beraubt. Doch mit eurer Hilfe kann ich ihrer Herrschaft ein Ende machen. Okay, wo kommt ihr her? Ich bin offenkundig kein Tuata. Ich empfinde ihnen gegenüber einen Abscheu, den Sterbliche niemals verstehen könnten. Ich habe mich euren Reihen einfach friedlich genähert und den Wunsch zum Ausdruck gebracht, die Belagerungsbrecherin zu sprechen. Und wie es scheint, erkennt selbst der einfachste sterbliche Soldat einen Verbündeten gegen einen gemeinsamen Feind. Die Tuata? So ist es. Ihr habt hier Gewaltiges geleistet. Aber die Tuata Deon sind alles andere als besiegt. Bevor ihr das Herz angreifen könnt, müsst ihr zunächst das Fett entfernen und die Knochen durchtrennen. Schöne Ausdrucksweise. Trefft euch mit mir und meinen Brüdern in Feindesfeuer östlich von hier, wenn ihr Gutflows Herrschaft ein Ende machen wollt. Dort können wir uns weiter unterhalten. Na, wie lautet euer Angebot? Wir sollten hier nicht miteinander sprechen. Clurikon ist voller Spione der Tuata. Reist zu den alten Ruinen von Feindesfeuer. Wir treffen uns im Inneren und dort können wir uns auch unterhalten. Okay, alles klar. Seid vorsichtig. Nur so wenige Diese vom Sümpfe Hof des können Winters trügerisch sein. Geht schon mal vor. Ach, Agas. Es ist einige Zeit her, dass Kydan und ich die Möglichkeit hatten, uns zu unterhalten. In der Tat, es gibt deutlich Agath, schlechtere Verbündete als die Winterfeien. Der Wind hat mir geflüstert, ihr hättet euer Schwert niedergelegt und euch im Alkohol ertränkt, nachdem ihr von eurem Schicksal erfahren habt. Und doch seid ihr hier mit eurem Schwert in der Hand. Ganz der strahlende Sieger. Wie kann das sein? Hat mich der Wind etwa belogen? Das ist eine lange Geschichte. Sie hat damit angefangen, dass ich lange genug nüchtern war, um einen meiner Freunde im Turm von Alistar zu beerdigen. Oder zumindest ist es das, was ich geplant hatte. Gut, die schnacken hier noch irgendwie weiter miteinander und wir machen uns dann demnächst mal hier auf die Socken und laufen weiter. Wir sind ja wieder in einer total neuen Gegend. Also wir hatten zwar den Krieg hier in Melsentia damals gemacht, Hauptquest-mäßig gewonnen, aber wir waren ja noch komplett überhaupt nicht hier auf dieser Ostseite, also über diesem Fluss. Hier ist zum Beispiel auch Alabastra, sehr interessant, Clurikon und da müssten wir dann auch nochmal. Und dabei waren wir gerade erst in der Wüste und nicht mal hier, habe ich wahrscheinlich alles erledigt. Aber das kommt dann noch, wenn ich dann nach und nach hier noch die Nebenquests erledige in der Wüste, damit das nicht so untergeht. Ihr habt wie immer natürlich die Wahl, auch zu sagen, was ihr gerade sehen wollt und was für euch okay ist oder spannender oder was weiß ich und so. Ich werde jetzt das nächste Mal hier noch ein bisschen weitermachen und irgendwann dann wieder einen Stopp mit dem Hauptquest machen müssen. Denn die Nebenquests gehören einfach mit zum Spiel und es wäre halt schade, einfach nur Hauptquest zu machen, auch wenn es total spannend ist, würde das andere untergehen und man lernt so ja die Gegend und die Leute auch ein bisschen kennen. Und hier in dieser Detüre-Wüste, da waren wir ja wirklich nur kurz eigentlich jetzt, aber es ist auch spannend, mal eine neue Gegend kennenzulernen. Ein bisschen mache ich also noch weiter und dann, ja, sehen wir, wie es läuft in den nächsten Parts. Danke fürs Zuschauen und bis dann.